antun. So. Dann Tatooine. Da unten. Im Süden der Galaxis, wenn man so will. Ja, also Hoss. Also Hoss kann ich überhaupt nicht leihen. Das ist. Da graust es mir schon vor, wenn wir da hin müssen. Da kommen wir nicht drum herum, storymäßig. Levelmäßig kann ich das vermutlich überspringen, aber dann komme ich ja mit den Kapiteln nicht weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Ich möchte ja an sich alles sagen, habe ich alle Nebenquests, die ich finde. Oh. Wächter 2 an Ziffer 9. Verbindung zum Raumhafen in Mos Eila hergestellt. Aktualisiere Verschlüsselungsprotokolle. Und Übertragung sicher. Ich gehe davon aus, dass der Flug ereignislos war? Ja, Onita, bevor ich jetzt die nächste Antwort auswähle, ich gehe ja auf komplett List nach Möglichkeit und nehme damit immer das Höchste, was an List da ist. Das ist so eine persönliche Präferenz. Da kann man sich jetzt sicherlich drüber streiten, was besser gewesen wäre. Ich bin eigentlich damit ganz gut gelaufen, bisher viel Schaden zu machen. Und da ist List ja unter anderem mit wichtig. So, machen wir weiter. Ja, der Flug war ereignislos, das stimmt schon. Ja, ich bin bereit loszulegen. Ich bin heil angekommen. Wie lautet die Mission? Tatooine ist eine Wüstenwelt. Doppelsternsystem, minimale Lebensformen, spärlich bevölkert von Farmern und Kleinkriminellen. Mos Eila ist der einzige imperiale Außenposten. Kein Ort, an dem man eine Ansammlung von Terroristen erwarten würde. Aber es sind keine gewöhnlichen Terroristen, die Geisterzelle. Ja, das ist mal eine wichtige Rückmeldung. Spielsound eventuell zu laut im Vergleich zu meiner Stimme. Da kann ich definitiv was dran ändern. So, indem ich einfach in meiner Aufnahmesoftware mal sage, ich nehme den Spielsound ein bisschen runter. Dann sollte das bei euch nicht mehr ganz so laut ankommen. Im Vergleich dafür meine Stimme natürlich lauter. So, okay. Die Geisterzelle. Inwiefern ungewöhnlich? Die Vorgehensweise, die Politik, die Spezies? Vorgehensweise und Funktion. Vor Jahren hörten wir Gerüchte von einem Ausbildungsprogramm für hartgesottene Radikale. Eine Terrorzelle, spezialisiert auf Tarnung, Infiltration und Attentate. Alles deutet darauf hin, dass diese Geisterzelle real ist. Elite-Unterstützung für das Netzwerk des Adlers. Was für eine Entwicklung für diese Zelle. Zuerst ein Gerücht und jetzt oberste Priorität. Der Angriff auf Drum und Cast zwang uns dazu, unsere Annahmen zu überprüfen, neue Möglichkeiten zu akzeptieren. Tatooine ist unser Ziel aufgrund von Informationen einer anonymen Quelle, die behauptet, ein ehemaliges Mitglied der Geisterzelle zu sein. Die Quelle sagt, es sei eine Frage des Gewissens, die Terroristen aufzuhalten. Er will ein persönliches Treffen. Persönliches Treffen. Also ich bin der Meinung, das ist eine Falle. Eine anonyme Quelle verlangt ein Treffen. Nicht gerade vertrauenerweckend. Wir haben wertvolle Informationen von ihm. Das können wir nicht ignorieren. Besänftigt seine Paranoia und entledigt euch seiner, wenn ihr die Zelle ausgeschaltet habt. Er erwartet ein Gespräch von einem Holocom-Terminal in der Stadt. Seid auf der Hut. Wächter 2, Ende. Ja, das wird natürlich unter Garantie ein spezielles Holo-Terminal sein und nicht eins, das ich mir auswählen kann. Ich bleib dabei, das klingt einfach nach einer Falle. So, und wo Willkommen ich eigentlich zurück. War. Ich habe gerade einen neuen Ernährungsplan zusammengestellt, der Ihnen gefallen sollte. Wie? Neuer Ernährungsplan? Ja, sag mal, spinnst du? Kann ich meinen Ernährungsplan umstellen? Wie ich eigentlich sagen wollte, ja, ich will an sich ja alle Quests zeigen, zumindest alle Nebenquests, die ich finde. Und die sich für mich auch einigermaßen sinnvoll vor allem alleine machen lassen. Was ja natürlich mit den Helden 2 und Helden 4 Quests schlecht geht und die Bonusmissionen am Ende jedes jeder Planetenquest-Reihe ist auch. Also man kann es alleine schaffen, ist aber durchaus sehr schwer. Von daher bleiben die halt so ein bisschen außen vor.
Jo. Oh Gott, da muss ich mich mal nach rechts rüberlehnen. Oh Gott, Batty 02, ich weiß jetzt nicht, wie man 3T ausspricht nacheinander. Trotz allem willkommen im Chat. So, dann gucken wir mal weiter. Wie gesagt, also Tatooine ist so eine Hassliebe. Irgendwo durchaus gemocht. Meistens aber doch recht elendig in lange Wege. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, damals in der Beta muss es gewesen sein, Beta oder kurz nach Release, habe ich auf Republikseite mit meinem damaligen Hauptcharakter, Schmuggler, wirklich erst auf Tatooine mein erstes Fahrzeug erworben. Bis dahin bin ich wirklich zu Fuß unterwegs gewesen. Hey. Und gut, also auf Tatooine war das dann auch wirklich wichtig, weil man hat dann gemerkt, die Wege werden länger und länger. Und davor lief das noch relativ gut. Bin nicht, dass ich vorher Geld gehabt hätte. Also ich bin jemand, der, wenn man jetzt mal guckt, mit na gut 59.000, ich denke, stehe ich einigermaßen gut da, aber auch nicht wirklich prächtig für mein Level. Die meisten, also wenn ihr selber spielt, werden sicherlich wesentlich mehr Geld haben. Aber ich setze halt nicht darauf an. Willkommen auf Tatooine. Wenn ihr einen Moment wartet, kann ich euch den Weg zum Forschungszentrum beschreiben. Ich bin der Meinung, das muss ein Missverständnis sein. Er hat mich auch nicht als Ziffer angesprochen und es muss ein Elena Fenrich. Ich bin nicht die gesuchte Person. Ihr seid... Entschuldigt, mein Fehler. Ein Großteil des imperialen Verkehrs, der hier durchkommt, ist für die archäologische Expedition reserviert. Sicherheitssysteme, wissenschaftliche Ausrüstung... Sie sagen mir nicht, wofür. Wenn ihr länger hier verweilt, sprecht am besten mit Captain Gola. Sorgt dafür, dass unsere Einsätze sich nicht überschneiden. Sag mal, spinnst du? Stellt meine Mission nicht in Frage. Verstanden? Natürlich. Ich, versuche nur, euren Wünschen entgegenzukommen. Der spinnt ja wohl. Sag mal... Scheint, als hätten die Imperialen hier ganze Arbeit geleistet. Kommt schon, fangen wir an, bevor eure Haut sich noch pellt. Danke. Der GSI-Requisitionsoffizier, das ist, glaube ich, auf meiner Stufe noch nicht möglich. Das ist relativ weit oben angesiedelt in den Stufen, dass wir da was machen können. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Habt ihr euch je gefragt, was sich das Imperium dabei gedacht hat, als es diese Ödnis erobern wollte? Wollt ihr der Exchange vielleicht einen Schlag versetzen? Je schneller das Imperium mit ihnen fertig wird, desto schneller können die meisten von uns wieder nach Hause. Diese Verbrecher schmuggeln unsere Sprengsätze aus Mos Ila raus und verkaufen sie der Republik. Wir müssen ihnen zeigen, dass das eine schlechte Idee ist. Ja, das ist eine sehr schlechte Idee. Vor allem, wenn ich davon erfahre... Niemand bestiehlt das Imperium und kommt mit dem Leben davon. Danke. Wir brauchen unsere Sprengsätze zurück und müssen herausfinden, wer ihre Operation leitet. Wenn ihr uns helft, bekommt ihr die Standorte aller verdächtigen Verstecke. Aber seid vorsichtig. Wir haben bereits einige gute Soldaten an die Exchange-Wachen verloren. Mission ablehnen. Das klingt fast nach einer Heldenmission, aber nehmen wir mal trotzdem an. Wenn ich kämpfen muss, dann kämpfe ich. Wenn ihr von ihren Männern angegriffen werdet, durchsucht sie. Sie müssen irgendeine Basis haben, eine Kommunikationszentrale. Die Sicherstellung der Sprengsätze ist wichtig, aber wir müssen auch ihre Anführer beseitigen, um das Problem ein für alle Mal zu lösen. Nein, wenn ich da oben rechts gucke, ist das keine Heldenmission, ist aber auch in Ordnung dann. Dann müssen wir die zumindest nicht ausblenden und irgendwann mal bei Gelegenheit erledigen. Obwohl wir auch gerade zufällig in der Nähe sind. Was ja bei mir eher selten der Fall ist, erfahrungsgemäß. So, wo müssen wir eigentlich hin? In diese Richtung? Ja, das dachte ich mir schon. Das hat so ein bisschen geleuchtet.
Okay, wir sind nicht die einzige Person. Ich habe tagelang gewartet. Ich mag es nicht, wenn du mich rumschubst. Wer seid ihr überhaupt? Wer hat euch geschickt? Das gefällt mir nicht. Ich bin durchaus in der Lage, euch zu ruinieren, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Klar? Klar. Schön. Ich werde über die Terroristen reden, aber ich brauche eine Garantie. Wenn wir uns treffen, darf das niemand erfahren. Nicht die Geisterzelle, nicht der imperiale Sicherheitsdienst. Also die Stimme ist eher männlich durch die Verschleierung, aber zumindest das dargestellte Hologramm sieht mir doch recht weiblich aus. Ja, erstmal möchte ich mehr Informationen haben. Ich kann nichts versprechen, solange ich nicht weiß, was hier vor sich geht. Ich vertraue euch nicht. Und die Geisterzelle will meinen Tod. Das sollte euch genug sagen. Überall in der Stadt sind Wächterdruiden. Imperiale Modelle, aber alle wissen, dass ihre Holocam-Übertragungen nicht sicher sind. Die Geisterzelle nutzt sie, um mich zu finden. Schaltet die Druiden aus, dann können wir uns treffen. Also ich glaube nicht, dass die Person paranoid ist. Wenn sie wirklich jemanden verraten hat, zum Beispiel eine Terrorzelle, dann wird sie unter Garantie gejagt werden. Nehmen wir an, ich stimme zu. Wo treffen wir uns? Sobald ihr mit den Wächtern fertig seid, kommt zum Markt. Gebt die Holocams der Druiden einem Händler namens Dot und Wiss. Er wird euch zu mir schicken. Nee, das gefällt mir. Das riecht mir einfach die ganze Zeit zu sehr nach Falle trotz allem. Ich bin nicht auf Spiele aus. Wenn ihr mit mir spielt. Ich spiele nicht mit euch. Ich riskiere hier mein Leben. Wenn der Weg sicher ist, werde ich euch bald sehen. Ansonsten werden wir es nicht mehr sprechen. Tja, dann wollen wir mal sehen. Gefällt mir nicht. Ich bleib dabei, es gefällt mir nicht. So, da drinnen ist das Ganze mit Captain Gola. So, die Droiden mit Holocams sind dort hinten. Und explosive Chemikalien sind überall versteckt. Okay. Und irgendein Signalgerät. Wie auch immer wir das jeweils finden sollen. Ich denke, erstmal gucken wir uns hier bei Gola um. Das müsste dort drin sein. Ist das irgendwas? Nö, ist nichts. So. Ich hasse es, wenn es so verwinkelt ist. Da kommt man als Scharfschütze nicht so gut mit klar. Perfekte Arbeit, wie immer. Okay, die schicken wir gleich wieder los. Kommen so langsam auf den grünen Zweig. Noch mehr Unterweltmetalle. Ich werde mich ganz nach ihren Spezifikationen richten. Kyla, ich brauche diese Wasserdaten. Ohne Bericht bekommen wir keine Versorgungsgüter mehr. Tut mir leid, Sir. Ich überprüfe das so schnell es geht. Sand in den Anzeigen. Mist. Holt ein paar Techniker aus der Region her. Vielleicht können sie das reparieren, während ich unsere Gäste begrüße. Baden-Gola, Imperialer Bergungsdienst. Ich habe Ausgrabungen auf Siost, Malachor 2 und Nimdrovis geleitet. Aber außer Hitze und Staub hatten wir nichts als Ärger. Ihr seid auf einer Wüstenwelt. Was erwartet ihr? Euer Mann am Raumhafen sagte, das hier wäre ein Forschungszentrum. Nicht gerade standesgemäß, aber ja, Mos Ila ist unser Hauptquartier. Captain, ihr hättet Bescheid sagen sollen. Ihr wisst, dass ich Besuch liebe. Captain Gola und seine Crew unterstehen mir. Ich bin Darth Silta. Sie sind meine Hände und graben und schürfen dort, wo ich es nicht kann. Wir sind nach Tatooine gekommen, um ein Rätsel zu lösen. Von toten Männern und Wüstengeheimnissen. Nicht zur Eroberung, sondern wegen Energie. Ja, und Sis, also ich werde erstmal nicht hinterfragen, wieso die vor Ort sind. Ich halte das aber irgendwie so für kleinen Witz. Oder? Na gut, Energie auf Tatooine ist ja eigentlich nicht so unwahrscheinlich. Ich
Ich nehme die 3. Euer Team sieht nicht so aus, als könne es einen Tag in der Wüste überstehen. Passt auf, was ihr sagt. Wir haben viele verloren, ja. Der Bruder des Captains starb in einem der Gräber von Duxun. Es war Kailas Bruder, mein Lord. Die Malras fraßen seinen Leichnam. Wie dem auch sei, für diese heikle Aufgabe gibt es keine geeignetere Crew. Das Imperium fand kürzlich eine beschädigte Fähre, die durch den Raum trieb. Sie kam von einer Forschungsbasis der Cherker Corporation auf Tatooine. Cherker hatte Artefakte von Tatooine, die sie als Fund des Millenniums anpriesen. Mysteriöse Geräte mit der Energie einer Sonne. Aber einen Monat nach dem Start der Fähre verschwand ihre Forschungsbasis. Cherker tauchte nie wieder auf. Irgendwo in dieser Wüste liegt genügend Energie, um eine Welt zu zerstören. Eine Galaxis neu zu erschaffen. Mein Team wird die Cherker-Basis finden und mit ihr diese Artefakte. Wir werden ihre Geheimnisse erfahren. Begleitet ihr uns? Ich kann die Cherker Corporation nicht leiden. Also, konnte ich noch nie. Wenn die Behauptungen wahr sein sollten, muss jemand die Interessen des Imperiums vertreten. Ha! Das ist wundervoll! Unsere Familie erhält Zuwachs, Captain. Wenn ihr das sagt, mein Lord, willkommen im Team. Nun, verteilt in der Wüste im Schutz von Höhlen lebt ein Volk, das sich die Söhne von Palawan nennt. Ein Stamm mit strengen Ritualen, der nach Tatooine kam, um sich gegen die Elemente zu behaupten. In einer Siedlung in der Nähe ist etwas, das wir brauchen. Ja gut, also Imperium ist eindeutig, wir nehmen, was wir brauchen. Egal, was da am Weg steht. Sie werden kooperieren oder untergehen? Ja. Allerdings sind sie ziemlich mächtig, insbesondere da sie sich im Besitz von... Was war es noch, Captain? Experimentelle Kampfdroiden, die mit Turbolasern, Schilden und wer weiß was bewaffnet sind. Cherker-Droiden. Zweifellos von den Söhnen von Palava umgebaut. Und die Stammesangehörigen wollen nicht teilen. Ich erledige das. Seit das Imperium Mos Ila erobert hat, sind wir Eindringlinge für die Söhne von Palava. Sie schießen auf jeden, der in ihre Nähe kommt. Aber wieso sollte euch das aufhalten? Wenn die Droiden wirklich von Cherker sind, will ich deren Geheimnisse lüften. Zerlegt sie. Schält die Droiden aus ihrer Rüstung und bringt dem Captain ihre Verbohirne. Dann werden sie uns zur verschollenen Cherker-Basis führen. Ja. Oh. Teil 1. Da ist so ein bisschen mehr drin, ne? Ja, mal wieder ein paar Droiden zerlegen. Das haben wir auch so wenig hier. Und hier, Versager! Na, wie stark bist du jetzt? Also er hatte zumindest nicht auf die Tab-Taste angesprungen, wie ich vorhin versucht habe. Was haben wir hier drin? Ich meine, er war durchaus auswählbar, so ist er nicht. Müssen wir so ein bisschen darauf achten. Schlagen wir ein paar Nasen blutig. So, okay. Das ist Nummer 1 von 4. Da hinten ist der nächste. Okay, da haben wir wieder Chemikalien. Und... keine Wache in der Nähe. Aber wir brauchen noch ein Signalgerät. Wo auch immer es das dann geben wird.